Herzlich willkommen zu den Vorlesungen zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen. Mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Linguist an der Technischen Universität in Dresden. In der Beschreibung habe ich alle Informationen und Materialien zur Vorlesung für Sie verlinkt. Besonders freue ich mich, wenn Sie vom Feedback-Formular Gebrauch machen. Haben Sie dafür im Voraus recht herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur ersten thematischen Vorlesung im Semester zum Thema Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Ich möchte aber mit dem ersten Teil anfangen, also das heißt den Herausforderungen für die Gesellschaft, und möchte mit Ihnen heute zunächst erstmal die Grundlagen dafür legen, unter welchen Bedingungen wir uns überhaupt Digitalität als LinguistInnen anschauen können und beobachten können. Das werden diskurssemantische Grundlagen sein. Und einsteigen möchte ich mit einem Wallpaper aus dem Film Ready Player One aus dem Jahr 2018, der als eine Dystopie in einem Cyberpunk-Szenario beginnt und das Ganze dann ganz Spielbergsch positiv in einen Akt der Community münden lässt. Warum mit diesem Einstiegsbeispiel? Wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, geben Sie ihm eine Chance. Es ist gutes Popcorn-Kino mit einer großen Anzahl, Achtung, an Referenzen, und zwar in die Popkultur. Und zum Zweiten, weil man mit diesem Referenzbegriff nicht nur die Fragen von Intertextualität erläutern kann, sondern auch, weil es eine Referenz ist, die Felix Stalder als Referenzialität begreift. Also an diesem Film kann man prototypisch durchschauen, was Felix Stalder unter Referenzialität versteht, nämlich nicht das Mosaik von mehr oder weniger artifiziellen Dingen, die zusammengestellt werden, sondern dass aus der Tradition etwas Neues geschaffen wird durch eigene Aneignungsprozesse. Das Interessante ist, dass Spielberg in diesem Film vor allen Dingen seine eigenen Filme sich neu aneignet und neu interpretiert. Schauen Sie das vor dem Hintergrund an. Der zweite Aspekt, der nämlich auch eine Rolle spielt, ist der Algorithmizität. Auch das eines der wesentlichen Kriterien von Felix Stalder für Digitalität. Und schlussendlich der Begriff oder das Konzept von Community oder von Gemeinschaft, das Stalder eher verstanden wissen will als die Community of Practice. Auch dafür gibt es in dem Film zahlreiche auserzählte Narrative und Figuren. Schauen Sie sich das an und behalten Sie vor allen Dingen diesen Film im Hintergrund, wenn es um die Fragen dieser Ausgestaltung und die Konsequenzen dieser Prinzipien geht, die Felix Stalder in Kultur der Digitalität entwickelt. Das, was wir heute machen oder was ich Ihnen heute vorschlagen möchte, ist ein erster Einstieg in die Beobachtungsmöglichkeiten von Digitalität für LinguistInnen. Sie wissen, wir können nicht die Dinge selbst beschreiben, sondern nur die sprachlichen Äußerungen über etwas. Und deswegen brauchen wir ein wenig theoretischen Unterbau mit zwei, drei Prämissen, die dem zugrunde liegen, um mehr oder weniger so etwas wie einen linguistischen Konstruktivismus anzunehmen, der uns dann bei der Beobachtung von Beobachtern hilft. Und einsteigen möchte ich noch einmal ganz kurz mit dem schon anzitierten Felix Stalder und der Kultur der Digitalität und den drei Begriffen der Referenzialität, der Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität. Damit werde ich mich heute noch nicht beschäftigen, sondern mich wird vor allen Dingen interessieren, wie wir und mit welchen Mitteln und Möglichkeiten Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität als LinguistInnen beobachten können, nämlich nur auf der Basis von sprachlichen Formen und sprachlichen Artefakten. Und das ist unser Zugang zur Beschreibung kultureller Ordnungen. Felix Stalder wird also noch ein wenig warten müssen, denn vor Stalder steht jetzt erstmal die Auseinandersetzung mit den linguistisch-diskurssemantischen Grundlagen. Ja, daran hat sich im Wesentlichen die ganzen Jahre, ob aller Studien und Einzelentwicklungen, nichts geändert. Empfehlen muss man im Bereich der Diskurslinguistik immer noch Spitzmüller-Warnke von 2011 mit der Einführung in die Diskurslinguistik und vor allen Dingen Thomas Nier 2014 die Einführung in die linguistische Diskursanalyse, die etwas griffiger ist und sie schneller an den Gegenstand heranführt. Thomas Nier ist außerdem Politolinguist, das heißt, er arbeitet in dem Feld, was hier uns in dem ersten Teil der Vorlesung besonders interessieren wird, wenn es um die Herausforderungen der Digitalität für die Gesellschaft geht.
Zunächst, die linguistische Diskursanalyse baut unmittelbar auf Foucault auf und Foucault beobachtet im Wesentlichen die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen. Und diese fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird. Wenn Sie sich das Ausgangszitat von Felix Stalder noch einmal in Erinnerung rufen, dann sehen Sie im zweiten Teil dieses Textes, ich gehe noch mal ganz kurz zurück, im zweiten Teil dieses Textes offenbar so etwas wie eine Entwicklung, die etablierte kulturelle Ordnungen, also die alten kulturellen Ordnungen, zum Einsturz bringen. Und es ist mitnichten so, dass wir also in einer Zeit leben, in der Menschen die empirischen Ordnungen, in die sie hineingeworfen werden, weiterhin akzeptieren. Ganz grundsätzlich trägt dazu ein Digitalisierungsprozess bei, der jedem Einzelnen und jeder Einzelnen eine Stimme gibt, so sie sie haben wollen, und damit traditionelle und althergebrachte Muster und Schemata und vor allem Deutungshoheiten in Frage stellt. Das, was Foucault interessiert, ist, dass er möchte kulturelle Praxen beschreiben, die von einzelnen Subjekten abgehoben werden und an denen sich so etwas wie eine kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft beschreiben ließe. Und Foucault nennt das eine Archäologie des Wissens, also er hebt Schicht für Schicht für Schicht die Wissensbestände, die in Sprache sedimentieren und die in diesen einzelnen Schichten konserviert sind, und fragt nach den Wissensbeständen und wie diese und unter welchen Möglichkeitsbedingungen diese für eine Kultur relevant gewesen sind. Konkret untersucht er zu diesem Zweck Aussagenzusammenhänge und deren Beziehungen zueinander und geht davon aus, dass diese Untersuchungen Rückschlüsse darauf erlauben, auf die dahinterliegenden Wissensbestände und wie bestimmte Aussagenzusammenhänge miteinander vernetzt sind. Das nennt Foucault einen Diskurs, nämlich die Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem, also einem Wissenssystem, angehören. Wenn man das Ganze zusammendenkt, dann ging es zum einen darum, Regelhaftigkeiten und Stabilitäten, Kontinuitäten zu erfassen, die mehr oder weniger so eine diskursive Oberfläche, so ein Film, ja, kultureller Wissensbestände etablieren. Und diese Beschreibung von Kontinuitäten als Serie zu fassen, war unter anderem ein Konzept der sogenannten Schule der Annales um Braudel und die sogenannte Landurée. Und diese Konzeption, Kontinuitäten zu beschreiben, die sehr lange stabile gesellschaftliche Verläufe beschreiben und dann mit einem Schlag den Bruch vor dieser Kontinuität, ist ein Kennzeichen einer Schule, die unmittelbar auf Foucault aufsetzt. Im Mittelpunkt steht in diesen durchaus auch politisch motivierten Fragestellungen die Untersuchung von Diskurs, Macht und Wissen und wie eine Gesellschaft den Diskurs organisiert und wie sie ihn kontrolliert. Ja, eines der Beispiele, wo bei denen in der letzten Zeit die geltenden Ordnungen des Diskurses und vor allen Dingen die Machtpositionen des Diskurses im öffentlichen Leben gehörig durcheinander gerüttelt worden sind, war der Einwurf von Rezo in Bezug auf die CDU, aber auch die SPD im Hinblick auf die Klimapolitik, die in der Bundesrepublik sich abzeichnet, und zwar nicht nur für jetzt, sondern für die nächsten Jahre. Und er untertitelte das Ganze als die Zerstörung der CDU, was wiederum die CDU, die nicht in den Medien YouTube zu Hause ist, ein bisschen überinterpretiert hat. Hier ging es nicht um eine physisch gemeinte Zerstörung, sondern um eine Aufdeckung von Problemlagen, auch diskursiven Problemlagen, die, von denen man in der Öffentlichkeit oder im öffentlichen Massendiskurs kaum etwas zur Kenntnis nehmen wollte. Und diese ganz klare Adressierung und Formulierung von Rezo hat dazu geführt, dass man sich bei der CDU bezüglich der Verantwortlichkeiten auf oberster Parteiebene die Klinke in die Hand gab.
und ein ganzes Machtsystem damit erschüttert worden ist. Zweifelsohne, das war vorher sicher erodiert. Aber hier kam ein Anstoß aus einer Richtung, also ein Bruch vor einer langen Kontinuität, der zu einem massiven gesellschaftlichen Umbruch geführt hat und vor allen Dingen auch zum Umbruch innerhalb der CDU. Wir sehen es, Rezo ist nicht irgendwer, sondern dieses Video wurde insgesamt 1,5 Millionen Mal geliked, 17 Millionen Mal aufgerufen und er hat eine entsprechende Reichweite, die weit über den örtlich gebundenen Stammtisch hinausgeht. Wie ist das möglich? Ja, bedient sich eines digitalen Mediums. Also das heißt, eines Mediums, eines, das die Regeln für die Massenkommunikation und die Massenmedien adaptiert. Also das heißt, er ermächtigt sich selbst, er wird selbst zum Sender und sendet selbst Botschaften aus, und zwar in einem Netzwerk, das die traditionellen Massenmedien noch nicht verstanden haben oder noch nicht hinreichend verstanden haben oder zumindest vorgeben, es nicht verstanden zu haben, um den eigenen Verlust an Deutungshoheit zu verdecken. Gleiches gilt für Greta Thunberg, die im Wesentlichen mit ihrer Hartnäckigkeit das politische Establishment sehr in Verlegenheit bringt und entsprechend zahlreiche Gegenreaktionen auf den Plan ruft, die nur wiederum deutlich machen, wie verletzlich das politische System im Hinblick auf die Klimafrage ist. Auch hier läuft viel über Digitalisierung und vor allen Dingen für die Mobilisierung von Menschen auf der Straße, läuft viel über die sozialen Netzwerke, ein Verteilungsweg, der bisher in dieser Form und mit dieser Wucht in den letzten Jahren durchaus als herausragend zu bezeichnen ist. Aber das nur als erste zwei Beispiele, um zu zeigen, welche Möglichkeiten und welche möglichen Beispiele man hier diskutieren könnte. Das Ganze in der Diskursanalyse dreht dann Dietrich Busse ein wenig weiter, 1987, und er beschreibt nicht nur Wissen und Wissensbestände, die in Sprache sedimentieren, die man Schicht für Schicht freilegen kann, sondern er macht auch deutlich, dass Sprache selbst wiederum ein wissenskonstituierendes Element ist und selbst Wissen schaffen kann, das dann wiederum sedimentiert. Historische Semantik, so Busse, entwirft das Szenario des kollektiven Wissens einer gegebenen Diskursgemeinschaft in einer gegebenen Epoche hinsichtlich des zum Untersuchungsgegenstand erwählten thematischen Bereichs bzw. des Bedeutungsfelds bzw. der Diskursformation. Ja, Sprache schafft Wirklichkeit. Hier ein Beispiel von gestern, ja. Sie haben bestimmt am Wochenende mitbekommen, dass die Lockerung der Beschränkungen, der Ausgangsbeschränkungen im Kontext der Corona-Pandemie in den sozialen Netzwerken durchaus kritisch diskutiert werden und durchaus kontrovers diskutiert werden. Und besonders herausstach aus meiner Sicht ein Statement, das es in die überregionale Presse geschafft hat, und zwar von Armin Laschet, der die Öffnung von Möbelhäusern in NRW damit verteidigte, dass NRW ein Land der Küchenbauer sei. So etwas hört man tatsächlich sehr, sehr selten. Und damit, auch wenn Sie das bisher noch nicht wussten, dass NRW das Land der Küchenbauer sei, jetzt wissen Sie es. Und mit dieser Äußerung schafft er eine Art von Wirklichkeit, die in dieser Form vorher noch nicht existierte. Ich habe NRW mit sonst was in Verbindung gebracht, aber nicht als Land der Küchenbauer. Und ich bin gespannt, wie lange sich das hält und ob man nicht irgendwann in einer Diskussion tatsächlich hört, XY käme aus dem Land der Küchenbauer. Warten wir es ab. Ist vollkommen offen. Was allerdings auch sprachlich möglich ist und womit man auch sprachlich Wirklichkeiten schaffen kann, ist der Bereich der sogenannten Verschwörungsmythen. Bitte nie Verschwörungstheorien, sondern immer Verschwörungsmythen. Auch im Kontext von Corona, hier geht es im Wesentlichen immer um die Mutmaßung, dass irgendwer zwar nicht in der Lage sei, selbst geschriebene Websites abzuschalten, aber mittels zum Beispiel eines Virus die neue Weltordnung etablieren möchte. Das ist im Wesentlichen nichts Neues und Corona bildet da keine Ausnahme, sondern markiert eher wieder einen traurigen Höhepunkt, bei dem man wieder beobachten kann, wer sich alles wie von etablierten
Nachrichtensystemen und der etablierten Konstruktion von Wirklichkeit zurückzieht und eine sogenannte alternative Wirklichkeit etabliert, obwohl die nicht tatsächlich alternativ ist, sondern für sich selbst Deutungshoheit beansprucht und der anderen Sichtweise die Deutung oder die Hoheit und die Meinungshoheit und die Wahrheit vor allen Dingen die Geltung abspricht. Ja, das eine und das andere, das heißt die Schichten von Wissen, die in Sprache sedimentieren, als auch die Bestände, in denen Wissen durch Sprache konstituiert wird, kann man in virtuellen Textkorpora beschreiben, deren Zusammenhang durch inhaltliche Kriterien beschrieben wird. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel für Verschwörungsmythen im Kontext von Corona interessieren, wäre das Ihr inhaltliches Kriterium, nachdem Sie ein solches Korpus aufbauen. Und genau so werden wir in der Vorlesung verfahren, um der Kultur der Digitalität auf den Grund zu gehen hinsichtlich von Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Die unterschiedlichen Korpusarten und Korpuszusammensetzungen müssen jetzt hier nicht interessieren. Zentral ist aber mit Busse, dass man das vorausgesetzte Wissen an sogenannten semantischen Grundfiguren beschreiben möchte, die dann später Martin Wengeler als Topoi beschreiben wird. Eine mir sehr wichtige Setzung ist eine von Fritz Hermanns mit der Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte. Das Ganze zwar in einem historischen Kontext gemeint, aber es geht im Wesentlichen darum, dass er der Auffassung ist, dass man anhand von sprachlichen Äußerungen oder vom Sprachgebrauch einer Gemeinschaft durchaus auf kollektive Denkmuster des Fühlens, Wollens dieser Gemeinschaft schließen kann und dass man den Sprachgebrauch als Teil einer Lebensform mit Wittgenstein auffassen kann, der zum Königsweg der wissenschaftlichen Erkenntnisse von Mentalität erklärt wird. Wenn wir das auf Digitalität anwenden, oder das heißt unsere Gesellschaft unter den Sigmen von Digitalität, dann müsste sich an den Sprachgebräuchen einer Gemeinschaft, und zwar unter den Zeichen von Referenzialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit, müssten sich Veränderungen ergeben, die darauf hindeuten, dass wir in einer anderen Form von Kultur und Gesellschaft lebten. Und da bin ich gespannt, auf welche Art und Weise ich Ihnen das zeigen kann. Wenn man das Ganze zusammennimmt, dann kann man unter Mentalitäten von Gruppen im Sinne der Mentalitätsgeschichte gemeinhin Denkgewohnheiten bzw. gewohnheitsmäßige Gedanken und Dispositionen, nämlich das Gewohnte fortzusetzen, verstehen. Wenn Sie das auf zum Beispiel Rezo und auf Greta Thunberg beziehen, werden Sie sehr schnell feststellen, dass genau die das Gegenteil gemacht haben, indem es zum Beispiel nicht darum ging, das Gewohnte fortzusetzen, sondern mit dem Gewohnten zu brechen. Und wie gelingt Ihnen das? Das gelingt Ihnen im Wesentlichen durch mediale Verbreitung und vor allen Dingen mit Kenntnis und eine hohe Medienkompetenz, mit der Verbreitung Ihrer Botschaften in den sozialen Netzwerken. Das heißt, Sie bedienen sich genau der Distributionswege, die den alten Kulturen verschlossen sind. Ja, ein Beispiel, an dem man das mal sehr, sehr gut zeigen kann, ist, wie sich bestimmte Begrifflichkeiten, auch sprachlicher Natur, wiederum nicht im Zusammenhang jetzt mit Bildern und multimodal verstanden, in den sozialen Netzwerken ausbreiten. Sie sehen hier den etwas schwierigen Begriff der Öffnungsdiskussionsorgie. Den hat Angela Merkel in einem Fernsehinterview verwendet, um eben auf solche Vorstöße wie von Armin Laschet zu reagieren. Also Sie wissen, das ist der Ministerpräsident aus dem Land der Küchenbauer. Und damit natürlich einen eigenen Punkt gegenüber, jetzt habe ich meine Brille kaputt gemacht, einen eigenen Punkt gegenüber, jetzt müsste ich mich ohne Brille erstmal aushalten, die also damit einen eigenen Punkt setzt und ganz klar ihre Position und ihre Macht demonstriert aus der Institution heraus, mit dem Schwergewicht ihres Amtes in Berlin. Nun ist NRW sehr weit weg und man wird sehen, welcher dieser beiden Setzungen, also welche diese beiden
Setzungen aus der jeweiligen Diskursposition heraus im Diskurs die Hoheit behalten und vor allen Dingen die Möglichkeit haben, sich durchzusetzen. Und beide wählen dafür zum Beispiel Formen der sozialen Netzwerke. Also die Kanzlerin hat, macht Pressekonferenzen, von denen sie ganz genau weiß, die werden bei Twitter eingestellt, die werden bei laufen über die Tagesschau und so weiter und so fort. Sie wendet sich selbst in Videoansprachen an die Bürgerinnen und Bürger. Und ist in den immer ein wenig stiller geworden in den letzten Monaten. Wenn es darauf ankommt, mischt sie sich aber wie hier zu sehen ein. Und findet natürlich ihre Nachfolger in den sozialen Netzwerken, die sich sofort sichtbar machen als diejenigen, die diese Position vertreten. Und wir haben, was wir dann beobachten können, so etwas wie eine Lagerbildung, die allerdings nicht mehr nur auf Twitter und nicht mehr auf Facebook, nicht mehr nur auf Facebook oder auf Instagram erfolgt, sondern wir haben eine Lagerbildung, die sehr stark auch in den öffentlichen Diskurs zurückwirkt und durch eine sehr starke Polarisierung gekennzeichnet ist. Ich wüsste nicht, ob wir intelligent genug sind, dass das in den nächsten Jahren anders wird. Ja, was eng jetzt damit zusammenhängt, ich hatte es schon zweimal erwähnt, ist der Begriff der sogenannten Diskursakteursrolle. Das heißt, dass ein Akteur in einem Diskurs unter bestimmten Regeln spielt und vor allen Dingen seine Position selbst expliziert und von anderen in seiner Position bestätigt wird und wiederum selbst so bezeichnet sind. Wenn wir also so wollen, wären Armin Laschet und Angela Merkel Vertreter eines politischen Systems, sind Berufspolitiker. Und sie agieren als Akteure in diesem Feld und in diesem kommunikativen Feld, das eigenen Regeln genügt. Was wir aber auch gesehen haben, dass sie Rezo sich nicht als Akteur in diesem Feld beschreibt und in seiner Selbstwahrnehmung auch nicht zu diesem kommunikativen Feld gehört, aber dennoch mit einem Schlag auf das Kommunikationsfeld Politik wirkt als Akteur mit unglaublicher Wucht. Und die dortigen Kommunikationsregeln mit einmal außer Kraft setzt. Das lässt sich an diesen Beispielen sehr, sehr schön zeigen. Und ich meine auch, dass wenn sich jetzt jemand, einer der sogenannten Influencer, in die aktuelle Debatte einschalten würde und massenmedial wahrgenommen würde, würde sich auch die Kommunikation in Zeiten der Corona-Pandemie wesentlich von der unterscheiden, wie wir sie jetzt haben. Jetzt im Moment, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, zeige ich Ihnen das hier, geht es im Wesentlichen, ging es in den letzten Tagen um einen Expertenstreit, um die Qualität von Studien und die Rolle der Wissenschaft in dem ganzen System, das jetzt zu mehr oder weniger politischen Konsequenzen führt oder eben nicht. Unter uns gesagt, auch diese Zuweisung und die Heterostereotyp, mit der man Wissenschaftler bezeichnet oder mit der man Politik bezeichnet oder Journalismus bezeichnet, zeigt viel davon, wer wie an welcher Stelle als Akteur in seinem Diskurs versucht, die Deutungshoheit an sich zu reißen. Ja, einer der ganz Großen in diesem Bereich ist zweifelsohne Christian Lindner, der es immer wieder schafft, sich in die tagesaktuelle Politik einzumengen mit sehr sonderbaren Statements. Sonderbar deshalb, weil er kommunikativ selten anschlussfähig ist mit dem, was er sagt. Also er hat eigentlich immer das Talent, sich als politisch smart inszenieren zu wollen, indem er sich außerhalb der je aktuell geltenden Kommunikationsregeln bewegt. Das Ganze kann natürlich eine clevere Strategie sein, ist aber vor allen Dingen in Zeiten von Digitalisierung insofern gefährlich, als er zum Beispiel nicht mehr nur vor einer Versammlung von 50 Mitgliedern der FDP spricht, sondern es durch Videoaufnahmen und Tweets aus solchen Versammlungen sehr schnell dazu kommen kann, dass man in der Öffentlichkeit sich zu rechtfertigen hat für die eine oder andere Äußerung, die man getätigt hat. Und das Problem bei Christian Lindner ist, wer gern provoziert, bei dem erkennt man nicht mehr zwingend, ob er einen geschlossenen Adressatenkreis damit meinte oder pauschal einfach mal alle. Zuletzt aufgefallen, weil wir die Klimaschutzdebatte hatten, ist er durch ein Statement, Klimaschutz ist was für Profis, und meinte damit das politische System.
Das ist eine Selbstzuweisung, die höchst riskant ist, denn das politische System ist vor allen Dingen durch die Aushandlung von Machtstrukturen definiert und nicht durch die Frage, ob man ein Profi in Frage Klimaschutz sei. Das kann schon sein, dass man sich dieses Wissen aneignet. Allerdings ist Politik ein Spiel um Macht und das ist es immer auch gewesen. Und die Sachfragen spielen freilich auch eine Rolle, aber die Sachfragen führen nie dazu, dass man zum Beispiel die Expertise eines Klimaforschers oder eines Hydrologen zum Beispiel, ja, erwirbt, sondern man entscheidet bestenfalls aus einer machtvollen Position heraus auf der Basis von Empfehlungen. Und es ist nicht dramatisch, aber die Setzung hier, dass er sich selbst als Profi bezeichnet, in Klimaschutzfragen ist äußerst strittig. Er könnte sich als Profi in Entscheidungen über Klimaschutzfragen inszenieren. Ja, was jetzt schon gerade angeklungen ist, ist, dass der Zusammenhang von Sprache und Macht, nämlich dass Macht ein Ensemble von Handlungen meint, die sich auf mögliches Handeln beziehen, auf mögliches Handeln richten. Und Macht operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder Subjekte. Wenn man also von einem Machtwort spricht, also die Kanzlerin spricht ein Machtwort, Eröffnungsdiskussionsorgien, ja, das ist ein solches Machtwort, dann handelt sie im Hinblick auf anderes Handeln und versucht das zu reglementieren. Sie bietet Anreize, sie verleitet, sie verführt. Also Laschet mit dem Land der Küchenbauer verführt zum verkaufsoffenen Sonntag. Sie erleichtert oder erschwert, sie erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein, sie erhöht oder senkt Wahrscheinlichkeit von Handlungen und im Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen, aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie handeln oder handeln können. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln. Weshalb ist es wichtig? In einer Kultur der Digitalität ist es zwar immer noch so, dass Handeln, also Macht, auf Handeln gerichtetes Handeln ist, allerdings ist die Frage, wer hat Macht? Und wenn Sie nur noch mal den ganz kurzen Text von Felix Stalder sich vor Augen führen, geht es im Wesentlichen darum, dass durch Referenzialität, durch Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität die alten Machtzentren erodieren. Das heißt, es treten neue Mächtige auf, die wiederum das Handeln von anderen beschränken. Und deutlich noch einmal sieht man das an Rezo und Greta Thunberg, die ganz klar und sichtbar machen, wie sie auf das Handeln von anderen wirken wollen. Und besonders Greta Thunberg und der Anschein ihrer Ohnmacht stört die Machtposition der Mächtigen oder macht diese besonders transparent und sichtbar. Und deswegen reagiert der ein oder andere so gereizt auf sie. Ja, nun ist es so, dass hier mit Macht kein ideologischer Begriff gemeint ist. Also die Kategorie Macht ist grundsätzlich keine ideologisch wertende, sondern prinzipiell deskriptiv. Also Linguistik beschreibt nur das, was ein Machtgefüge ist. Sie wertet nicht. Gleiches auch bei Heidrun Kemper, Person als Akteure, eine Empfehlung, die ich Ihnen unbedingt geben möchte, die das sehr klar und sehr deutlich beschreibt, im Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft, herausgegeben von Kerstin Svenroth, Martin Wengler und Alexander Ziem. Ja, was ist nun Macht, wenn wir uns das Ganze soziologisch anschauen oder soziologisch inspiriert? Hier von Werner Holly von 2017, ebenfalls im genannten Handbuch. Wie für die anderen gesellschaftlichen Funktionssysteme, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Religion, ist bei Luhmann auch der Politik ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium zugeordnet, und zwar das Medium Macht. Das haben wir gerade schon gehört, das mit seinem Code der Unterscheidung von Machthabern und Machtuntergebenen bestimmte Erwartungen und entsprechende Handlungen wahrscheinlich macht.
Das entlastet Gesellschaften und Kommunikation, vor allen Dingen von Komplexitätsproblemen und vor allen Dingen von dem, was man Unordnung bezeichnen würde, wenn es bestimmte Strukturen gibt, die mit einem symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium umzugehen gelernt haben und dieses auch bedienen und tauschen und aushandeln können. In der Kultur der Digitalität wird aber genau das Verhältnis zwischen Machthabern und Machtuntergebenen in Frage gestellt. Und wir werden uns in der Vorlesung genau diese Prozesse anschauen. Die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, denken Sie daran durch, machen genauso etwas deutlich. Und es gibt natürlich auch die ohnmächtigen Machthaber, die sich dieser Entwicklung entgegenstellen wollen. Das heißt, die, die ihre Position halten wollen und sich nicht mit der Vergemeinschaftung von Macht und mit der Etablierung neuer Machtzentren zufrieden geben wollen. Das scheint manchmal aus den Äußerungen von Christian Lindner zum Beispiel zu sprechen. Das heißt, diese Verbissenheit auf einer bestimmten politischen Position, die dann dazu führt, dass man sich dazu hinreißen lässt, den politischen Gegner zu diskreditieren. Entscheidend ist nämlich dabei, auch das Werner Holly, dass sich entsprechend daran orientiert sich nämlich die Bestimmung politischer Handlungsmuster nicht an der Frage, ob sie von Politikern ausgeführt werden oder in einem Kommunikationsbereich, den wir vorab als politisch identifiziert haben, sondern an der Frage, ob die Beteiligten als Träger kollektiv bindender Entscheidungen zu profilieren sind, die sich entsprechend kommunikativ positionieren. Das heißt, man ist nicht Politiker, weil man einem politischen System angehört, sondern man ist politisch motiviert oder man handelt mit dem symbolisch generalisierten Medium Macht, wenn man als Träger kollektiv bindende Entscheidungen profilieren kann. Und zweifelsohne, das kann Greta Thunberg und das kann auch Rezo. Das ist das Problem. Das heißt, sie agieren so, als seien sie Machthaber in einem bestimmten politischen System und spielen das Spiel um die Throne, wie man mit Game of Thrones sagen würde. Das zumindest ist die Befürchtung aus der Innenperspektive der Politik oder manch eines Politikers. Ja. Noch ein anderes Beispiel, weil wir jetzt die ganze Zeit im politischen System verhaftet waren, die Schule. Sie alle haben bestimmt im Moment Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, die mit den derzeitigen Bedingungen im Schulsystem zu kämpfen haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir alle wissen, dass die Digitalisierung in den Schulen noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie sie sollte. Wer dafür verantwortlich ist und wer da Dinge versäumt hat, darüber muss man nicht reden. Fakt ist, es gibt hier einen großen Nachholbedarf, den man jetzt mit einem Schlag sieht. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Kolleginnen und Kollegen, die entweder in den Ministerien oder den Ämtern oder in den Schulen selbst der Auffassung sind, ja, so dramatisch sei das alles nicht, sondern versuchen aus der Not nur eine Tugend zu machen und reden nicht über Digitalisierungsversäumnisse oder über den Gewinn und die Chancen von Kulturen der Digitalität, sondern sie halten an dem, was da gewesen ist, an den alten kulturellen Ordnungen, an den alten Codes fest, so dass es manchmal sehr bizarre Blüten treibt. Hier ein Beispiel von Axel Kromer, der auch ab und zu mal gefragt wird, woher denn er immer diese absurden Beispiele holt. Zum Thema Arbeitsblätter, die derzeit in der Kritik stehen, die didaktisch schlecht sind, das mag sein, es gibt auch gute Arbeitsblätter, und man muss sie ausdrucken. Also es geht das geflügelte Wort, Digitalisierung bedeutet in den Schulen, dass die Schülerinnen und Schüler sich die Arbeitsblätter selber ausdrucken dürfen. Jetzt hat er eine Quelle aufgetan, bei der ein Didaktiker, das heißt ein Vertreter des wissenschaftlichen Systems, der das Empfehlungen ausspricht für die Umsetzung von Schulunterricht. Und er hat die Lösung für diese zwei Probleme gefunden. Die Schülerinnen und Schüler sollen einfach die Arbeitsblätter selber handschriftlich erstellen. Er sagt an späterer Stelle auch, dass er ein großer Freund von der Handschrift sei, und dass er vor allen Dingen die Vorzüge und das Lernen über das Hand von Handschreiben durchaus zu schätzen weiß, in der derzeitigen Situation dem Ganzen aber nur ein müdes Lachen abgewinnen kann oder eher ein so ein enttäuschendes Lachen. Und er markiert das Zitat: Wir können nicht nur die Aufgaben, sondern vielleicht das ganze Arbeitsblatt inklusive Text, Aufgabenstellung und Lösung handschriftlich anfertigen lassen. Wir schlagen hier mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir senken die Kosten senken und Schreibprozesse
wieder trainieren. Das Ganze ist nicht in einem Hinterhofblatt selbst gedruckt worden und dann etwa im Dunkeln verteilt worden, sondern das Ganze ist im Neckar Verlag erschienen. Ich habe Ihnen die Quelle angegeben, ist aus einem aktuellen Heft, ist also auch nicht aus den 1960ern oder 70ern. Schauen Sie sich das gerne an, lesen Sie sich das durch und nehmen das als ein Beispiel nicht mit, nicht für eine an der Realität vorbeilaufende didaktische Planung, sondern nehmen Sie das mit als ein Zeichen mit für jemanden, der aus seiner Machtposition die Erosion der eigenen Macht beobachtet. Ja, schlussendlich spricht dieser Wissenschaftler oder manch ein Politiker auch für eine Institution. Institutionen sind, und das ist eine sehr, sehr umfassende Definition bei Dietrich Busse, soziale Tatbestände, das heißt genaue Formen des sozialen Verhaltens, der Interaktion, die verhaltensregulierende Regeln, Konventionen, Handlungsmuster umfassen, also Schule oder Hochschule, und damit als soziale Konventionen dem unmittelbaren, intentionalen, ändernden Zugriff des einzelnen Individuums entzogen sind. Unter anderem auch deshalb, weil sie meist unbewusst befolgt werden und daher dem Individualbewusstsein extern und häufig nicht zugänglich sind. Das, was wir als Institutionen beschreiben, also als soziale Institutionen, sind die Gemeinschafts- und Gesellschaftsverbünde, die so stark konventionalisiert sind, dass es Regeln und Ordnungen und Konventionen gibt, die alle Mitglieder nicht mehr hinterfragen, bis ein Individuum kommt und genau dies tut. Und damit meist die Erosion von geltenden Machthierarchien, Kommunikationshierarchien in Frage stellt, und zwar massiv in Frage stellt. Und das Ganze passiert in Zeiten der Digitalisierung, in der Kultur der Digitalität entsprechend häufig. Ja, jetzt habe ich Ihnen so einzelne Schlaglichter auf den Diskursbegriff nach Foucault, also in der germanistischen Linguistik, der germanistischen Diskurslinguistik gezeigt. Und immer noch etabliert für die Beschreibung ist das sogenannte Demian-Modell, also das Modell der diskursanalytischen Mehrebenenanalyse, die selbst von Busse und Teubert nicht weiterentwickelt werden, oder die selbst, das wird von Warnke Spitzmüller entwickelt und die gehen über Busse und Teubert nicht hinaus. Und sie zeigen nur an diesem Modell, was man alles in einer Diskursanalyse berücksichtigen kann. Ich habe mich jetzt im Wesentlichen in der ersten Darstellung vor allen Dingen auf die Diskursakteure bezogen und die Wissens- und Machtsysteme, die man in einem Diskurs beobachten kann, anhand von sprachlichen Äußerungen und bestimmten kommunikativen Verhaltensweisen, die man von bestimmten Diskursakteuren entweder erwartet oder nicht erwartet. Und genau diese Beschreibungen brauchen wir, um Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität auf die Spur zu kommen. Das heißt, die können wir nicht als solche beobachten, als Linguistinnen und Linguisten, sondern wir müssen sie an sprachlichen Strukturen, Mustern beobachten, an Sprachgebräuchen und an der Inszenierung, auch sprachlichen Inszenierung von Diskursakteuren. Also denken Sie da immer wieder an Christian Lindner, Klimaschutz ist was für Profis. Das ist eine sprachliche Selbstzuweisung, die er da vornimmt und sich somit als ein Diskursakteur in einem politischen System selbst markiert und anderen diese Markierung abspricht. Genau, die theoretischen Modelle, die eingebunden werden können, sind die der Textlinguistik, der Gesprächsanalyse, der Soziolinguistik, der historischen Semantik und natürlich der Foucault'schen Diskursanalyse. Das Ganze dürfen Sie in einer Vorlesung zur Digitalität gerne erwarten mit maschinellen Verfahren. Denn die sind hier in diesem Modell noch nicht genannt, sind aber mittlerweile natürlich die Basis unseres Fachs und so haben wir auch die Brücke von den Herausforderungen für die Gesellschaft und den Herausforderungen für die Wissenschaft. Ja, einen Überblick über dieses Modell möchte ich Ihnen nicht ersparen. Hier können Sie gerne die Pause drücken und sich das genauer anschauen. Das werden Sie in dieser Vorlesung nicht zum letzten Mal gesehen haben, dieses Modell. Und damit würde ich ganz gerne die Einführung an dieser Stelle beenden. Wir brauchen die diskurssemantischen Grundlagen, um als Linguistinnen und Linguisten, als Beobachter auf Sprachgebräuche zu schauen, aus denen wir konstruktivistisch Rückschlüsse ziehen auf die Formen von gesellschaftlichen Mentalitäten, ja, kollektiven Mentalitäten, wie Fritz Hermanns das genannt hat. Ich freue mich sehr, wenn wir das ab der nächsten Woche tun.
Wir werden uns jetzt an Felix Stalders Trias Referenzialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit abarbeiten und dann in einem zweiten Teil der Vorlesungen auf die Herausforderungen für die Wissenschaft schauen. Das Ganze wird von Mal zu Mal verquickter sein. Ich freue mich, wenn Sie jetzt noch dabei bleiben. Bin gespannt auf Ihre Fragen. Wir werden jetzt noch in die Videokonferenz gehen und ich hoffe, dass Ihnen dieses Video oder diese Input-Möglichkeiten zum Nachdenken geboten hat, für Sie kommunikativ anschlussfähig ist und Sie vor allen Dingen in eine Lage versetzt, über die Fragen der Kultur der Digitalität nachzudenken und mit mir ins Gespräch zu kommen. In diesem Sinne bin ich Ihr Alexander Lasch und wir lesen und sehen uns gleich und für alle anderen beim nächsten Mal. Bis dahin, schönen Abend noch.